In diesem YouTube-Kanal habe ich mich ja den nützlichen Dingen des Lebens verschrieben und jetzt hier mal was ganz Besonderes. Wenn ihr zu Hause einen Haushalt führt und müsst Wäsche selber waschen und seid eigentlich stinkefaul wie ich und habt keine Lust, diese Sockenberge zu sortieren, die man dann aus der Waschmaschine holt. Wenn man Glück hat, sind die Socken alle schwarz, man weiß nicht, zu welcher Person sie gehören und man weiß aber nicht, welche jetzt gerade zusammengehören. So, wenn man das Problem lösen möchte, da gibt's was Tolles aus Plastik, nämlich solche Sockenclips. Ja, die habe ich bei Amazon entdeckt, da gibt es irgendwie auch verschiedene. Ich verlinke euch mal die, die ich so gefunden habe. Die haben mehrere Funktionen. Also ihr denkt jetzt vielleicht, ist eine einfache Wäscheklammer. Nein, das ist weit gefehlt. Das ist hochfunktional, das Teil. Das hat damit zu tun, dass ihr eine Wäscheklammer ja zum Beispiel nicht mal in die Maschine tun könnt, denn oft haben die ja hier so Metallfedern und ja, die würden rosten in der Maschine. Also, wie funktioniert das Ganze jetzt, das System? Wenn die alten Socken ausgezogen werden. Bevor die jetzt also in die bunt oder schwarze Wäsche kommen, müssen die an so einen Clip dran. Diese Clips legt man sich dann natürlich bereit und nimmt dann so ein Sockenpaar, wenn man die auszieht, und klippt dann hier oben am Bund. Ich hoffe, man kann das erkennen, aber ich vermute nicht, weil das ist ja alles schwarz. Aber hier auf jeden Fall den Bund zusammen machen. Das Teil kann ich hier so zusammendrücken und dann hier zusammenquetschen. Aber nicht, also immer nur eine Seite vom Bund, jetzt nicht alle beide nehmen, das, also, na, so bitte nicht, das würde nicht funktionieren, seht ihr gleich. Also hier nur die eine Seite nehmen, das Ding rein und jetzt geht's hier weiter. Jetzt drücke ich sie unten zusammen, um dann hier oben das Teil reinzuklippen. So, und dieser Clip da oben, der ist einfach nur dafür da, dass die Bomben festsitzen, weil die müssen ja auch einen Schleudergang in der Waschmaschine aushalten. Genau. Also das passiert, bevor die in die Wäsche kommen. Jetzt würde ich euch noch empfehlen, bevor die in die Waschmaschine kommen, nehmt ihr noch so ein Netz, weil irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei, wenn diese Plastikteile da in der Maschine bei 1400 oder 1600 Umdrehungen rumfliegen. Ich habe gute Erfahrungen mit solchen Wäschenetzen gemacht. Genau, also jetzt hier alle Socken sammeln. Was haben die jetzt also noch für Vorteile? Die nächste Funktion ist die Farbe von diesen Clips. Ich hole mal hier die Schachtel. Denn wenn man mehrere Personen im Haushalt hat, macht es natürlich Sinn, dass jede Person eine Farbe kriegt und schon weiß ich, wem welche Socken gehören. Also jetzt habe ich einmal die Paare zusammengefunden und natürlich halt auch der Person zugeordnet, wenn ich dann die entsprechende Farbe halt benutze. So, aber wir sind noch nicht fertig. Das Teil kommt dann am Ende gewaschen aus der Maschine raus und jetzt habe ich hier oben auch nochmal solche Laschen an der Seite und also hier rechts und links und die haben keine andere Funktion, als dass die an die Wäscheleine oder auf den Wäscheständer einfach hier so rangehängt werden können. Das heißt, ich hänge die dann so auf den Wäscheständer hier natürlich das Seil durch und dann hängen die da und trocknen schön. Und wenn die dann getrocknet sind, erst dann nehme ich die tatsächlich wieder raus, drücke hier unten wieder zusammen, damit ich den Clip hier oben lösen kann, ne? Den hier rausmachen, dann wieder zusammendrücken und ja, dann kann ich die Socken zusammenlegen und ab in den Schrank. Und ich spare mir halt diese ganze lästige Sortiererei und habe auch das Problem gelöst, dass ich nicht weiß, welche Socken wem gehören.